Und willkommen zurück beim Witcher 3. Wir haben hier gerade ein paar Neckar getötet und ihr Neckar-Mecker sozusagen auch von ihnen befreit. Nee, nicht Neckar-Mecker. Also haben wir ein paar Neckar getötet und uns dann. Ja, wie gesagt, haben ein paar Neckar getötet und uns der Höhle angenommen. Hier sind irgendwo noch Gude. Die töte ich doch mal eben. Ach, brenn. Ich? Was willst du? Hallo? Was gibt's? Arbeit für dich. Du siehst mir wie ein Hexer aus, hab ich recht. Was brauchst du? Ich will, dass meine Männer ihre Arbeit unversehrt verrichten können, aber ständig kommen uns diese Leichenfresser in die Quere. Beseitige sie, dann kriegst du was ab. Okay. Abgemacht. Was glotzt du denn so? Neue Quest, makabre Ernte. Mein Rückgrat bricht gleich in zwei. Zeig mir, was du zu bieten hast. Beschützt die Plünderer vor den Monstern. Wäre auch schlimm, wenn ich es andersrum machen müsste. Eben fix ins Inventar. Irgendeine Waffe von mir ist jetzt mal wieder gerade reparaturbedürftig. Das ist ja auch immer relativ, ne? So kann man natürlich auch einen Banditen töten. Das fand ich jetzt eigentlich eine ganz elegante Variante. Gut, dass es hier in dem Sinne dann nicht Friendly Fire gibt und ich dann die ganze Zeit die Leute mit wegfackel. Was jetzt, du Stück Dreck? Motorhaut. Ich vergesse doch mal wieder. Na, das war jetzt gerade, glaube ich, nicht einer der schlechtesten Einsätze meiner Fertigkeiten seit langem. Man muss ja beim Witcher Fallen 1 immer mal auch so ein bisschen tanzen, sozusagen. Vorne mal noch. Danke, mein Herr. Du hast uns das Fell gerettet. Hier, nimm. Dein Lohn. Und der Anteil des Bastards, der uns gezwungen hat, die Leichen auszubuddeln. Und sollte bei Aufnahmen vorsichtig sein und nicht wild um sich schlagen. Das ist kein Leichenfresser. Ich denke, ich meditiere mal eben kurz. Wie spät war das? 6:46 Uhr.
Gut. Und dann haben wir erstens unser Leben generiert, zweitens dank Alkohol haben wir auch entsprechend hier wieder unsere Schwalbe parat. Hier oben ist irgendwas. Vorne ist ein Bandit. Versuche ich auch wieder schön von hinten zu erwischen. Schön fies. Irgendwas bei meiner Rüstung ist kaputt. Lass ihn nicht zu Atem kommen. Mhm. Dreckschwein. Wer von uns ist Dreckschwein? Muss eben fix ins Inventar. Weil das wurde mir ja schon angezeigt. Mhm. Die ist besser als die. Doch wahrscheinlich nur, weil die jetzt gerade kaputt ist, oder? Dann benutzen wir. Hey. Ich verstehe das nicht. Also manchmal ist dieses Spiel für mich ein Wunder. So, da haben wir den Käfigschlüssel. Da kommt noch so ein Bandit. Der nächste Bandit. Ich will jetzt eigentlich ja nur mal eben einmal alles plündern. Dann kümmere ich mich um den Kaufmann. Vielleicht kann ich mit ihm ja auch handelseinig werden. Ich bin ja eigentlich ganz umgänglich. Ich glaube, das hat sich ja vielleicht gelohnt. Hier eben diesen Kampf zu haben. Glaube ich nicht mehr zum Plündern. Doch, da ist noch was. Hallo. Oh, da vorne ist mal ein Zettel. Unverschickter Brief. Den will ich mir eben angucken. Ich rede gleich mit dir. Bla bla bla. Seid gegrüßt. Oder wollt ihr nicht mit mir reden? Jetzt, oder? Wenn ich jetzt, wann dann? Suche meinen Stand bei der Brücke über den Ponta auf. Hab Waren für die Armee. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Ach, ja, gern geschehen. Irgendwie so, danke fürs Befreien. Ist nicht. Kurz gucken. Ich bin mir ja nicht sicher, dass er nicht vielleicht da noch was ist. Ein Hase. Ja, dann geht's jetzt zur Brücke. Achso, ich habe natürlich die Quest zwischendurch schon wieder. Nein, Hexeraufträge. Nimm dich in Acht. Prächtigen Reistag und Stunde. Zwielichtiger Händler. Ah, du schon wieder. Willst du einen Schein? Ich mach dir einen Sonderpreis. Dann sag ich einfach, ich hab die Monster getötet.
Aber dein Schwager hat es nicht überlebt. Ich bin deinem Schwager schon begegnet. Die Monster habe ich auch getötet, aber er hat es nicht geschafft. Was? Willst du mich verkohlen? Vergiss mein Angebot. Ist vom Tisch, du Armleuchter. Na los, mach, dass du weiterkommst. Schade. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer... Hallo, Hauptmann. Was willst du? Ich bin wegen der Nachricht hier. Gibt es ein Monsterproblem? Problem? Sehr hübsch. Wir haben kein Problem. Wir sitzen bis zum Hals in der Scheiße. Da sitzt irgendein verficktes Ich-weiß-nicht-was im Wald und greift jeden beschissenen Transport an, der es wagt, die Hauptstraße zu benutzen. Wir haben bald keine Bolzen mehr, keine Pfeile, keine Rationen. Wir sind am Arsch! Wir haben eine Patrouille losgeschickt, aber die ist nicht wiedergekommen. Es ist also ganz einfach. Bring mir den Kopf dieses Scheißviehs und ich gebe dir so viel Gold, wie in der Nachricht steht. Ich falsche nicht. Der Quartiermeister lässt sich nicht umstimmen. Aber ich kann einen Passierschein über den Ponta drauflegen. Was sagst du? Jo. Top? Klingt angemessen. Mal sehen, was ich tun kann. Das klingt doch nicht nur angemessen. Ich bräuchte eigentlich bald auch mal einen Händler. Das ist echt mein Problem. Oh, das ist ja richtig weit. Und da hinten ist dieses Monster. Dann rufe ich doch mal eben das beste Pferd aller Zeiten. Plötze. Hopp. Los, los. Und wie gesagt, immer dran denken, wenn es geht, einen Händler finden. Achso, und das Übliche natürlich nicht vergessen, Spiel speichern. So, dann sind wir auch gleich schon da. Oh, stopp. Langsamer. Da bin ich ja mal gespannt. Aalbude. Und ich soll den zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen zerrissen und abgenagt. Aber diese Wunden hier haben sind alle nach dem Tod entstanden. Aber diese Wunden sind alle nach richtig, dem Tod entstanden. Fußspuren. Sieht nach Klauenspuren aus. Aber hier, ein Pfeil. Der Schaft ist direkt an der Haut abgebrochen. Geplündert. Entweder hat jemand die Ladung nach dem Monsterangriff gestohlen, oder das Monster hat was für Armee bestellt. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Ein Überlebender? Entweder das oder das Monster ist ein Mensch. Hier stimmt was nicht. Ich sollte diese Spur verfolgen. Da sind wir ja bei. Na. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Na. Stirb. Ertrunke den hier drin. Lecker, lecker. Nimm alles mit.
Ich sollte mich hier ein wenig umsehen. Das sieht mir doch aus, als wäre die entsprechende Person hier lang. Einen Schritt weiter und du kriegst noch ein Loch in den Kopf, Deine. Was willst du hier? Rede! Ja. Ich muss mit eurem Kommandanten reden. Es ist wichtig. Ich traue dir nicht. Das dachte ich mir schon, als ich deinen Bogen auf mich gerichtet sah. Du hast mich doch im Blick. Und ich neige nicht zu Dummheiten. Da kann ich dich beruhigen. Ich bin beruhigt, wenn du mir deine Waffen gibst. Los, deine Schwerter. Lass sie fallen, dann bringe ich dich zu Bernossiel. Ich fürchte, ich bin nicht einverstanden. Ein Fehler. Dein letzter. Edme! Bringen wir erstmal kurz hier die Societal um. Aha. Kehre zum Hauptmann zurück. Ja, die Societal, die Elfen, die ja, glaube ich, vertrieben wurden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die dann eigentlich mehr oder weniger gegen alles und jeden sind. Spannend, die Eichhörnschwänzchen. Da muss ich vielleicht mal nachgucken. Wo landen die denn im Inventar? Ah. Ja, dann können wir zurück zu unserem Hauptmann und kriegen dann einen Passierschein und könnten mit diesem zum Beispiel auch nach Novigrad, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das ist doch eigentlich was ganz Feines. Was machen wir uns erstmal auf dem Rückweg? Die Waffen abgeben. Man hätte echt das Ganze sicherlich bereden können, aber so... Nee, auf keinen Fall. Es tut mir auch wirklich leid, aber... Nee. Echt, es gibt gewisse Sachen, die kann ich nicht... Nee, wenn dir meine Waffen geht, was? Hallo? Los, los! Heya! Ja, wir reiten ja auch gerade wieder... Unter aller Sau. So, da ist der Wachmann. Hast du viele von diesen Bestien? Ja, habe ich. Weißt du, hallo, werter Hauptmann. Endlich bist du zurück. Hast du die Bestie dran gekriegt? Es war keine Bestie im Wald. Nur Elfen von einer Bande Skoyatel, die über die Transporter hergefallen sind. Hier, ihre Eichhörnchenschweife. Skoyatel, sagst du? Ich dachte, wir hätten dieses Pack endgültig ausgerottet und dass die übrigen Anderlinge zu Verstand gekommen wären. Tja, offenbar müssen wir sie nochmal beruhigen. Eine Liste aller Langohren im Umkreis erstellen und dann jeden Zehnten aufknüpfen. Das müsste reichen. Ja, ganz bestimmt. Ich sehe, wir verstehen uns. Du bist ein guter Mann. Hier, das versprochene Gold und der Passierschein. Viel Glück. Ich danke. So, das war's. Dann könnten wir in Velen die Familienangelegenheiten weitermachen. Oder sonst vielleicht mal wirklich. Ja. Das machen wir nicht. Die Familienangelegenheiten. Das denke ich mal, gehen wir dann in deren nächsten Episode an. Dann bist du dran. Keine Sorge. Wunderbar, wie nett du bist, Hexenjäger. Ich mag dich auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.